Mein Name ist Maurice Janich, ich bin Pädagoge und Visualisierungstherapeut und heute spreche ich mit der 13-jährigen Kati. Kati kam zu mir, weil sie große Schwierigkeiten damit hatte, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Telefonate waren beinahe unmöglich. Sie wollte gern ihr Selbstbewusstsein steigern und ihre Angst loswerden, nämlich die Angst, etwas Falsches zu tun, beziehungsweise die Angst vor den möglichen Konsequenzen. Welches Ergebnis wir erreicht haben und wie sie das Ganze für sich trainiert und umgesetzt hat, das wird sie jetzt selbst berichten. Liebe Kathi, schön, dass du heute da bist und ich danke dir für deine Zeit und auch dafür, dass du so mutig bist, um heute hier mit mir zu sprechen. Und Kathi, wir haben uns im Juli diesen Jahres kennengelernt und das erste Mal und im Prinzip auch das einzige Mal miteinander gearbeitet. Und erzähl doch mal, warum bist du zu mir gekommen? Was waren deine Schwierigkeiten? Ja, weil ich selbstbewusster werden wollte. Also, ja. Weil du selbstbewusster werden wolltest. Genau. Und wie hat sich das denn geäußert, dass du nicht so selbstbewusst warst? Also, das ist, dass ich nicht auf andere Menschen zugehen konnte und einfach mit ihnen reden, sondern dass ich immer gefragt werden musste und so. Also ich konnte immer nur Fragen beantworten und das auch sehr einsilbig. Aber jetzt ist es ja so, dass ich auch selbst auf andere Leute zugehen kann. Vielleicht für die Menschen, damit die wissen, was dahinter steckt. Warum hast du nicht von dir aus mit den Menschen gesprochen und dir sozusagen alles aus der Nase ziehen lassen? Weil Wovor hattest du Angst? ich hatte Angst davor, dass ich etwas falsch mache und ja, genau. Ja, etwas Falsches sagst, ne, und daraus Genau. würde dann irgendeine Konsequenz folgen, Kündigung der Freundschaft, was auch immer, ja? Ja, genau. Okay. Und Kathi, wie geht's dir denn heute? Jetzt sind circa 4 Monate vergangen. Ja, sehr viel besser. Also ich kann auf andere Menschen zugehen und ich kann mit anderen Menschen offen reden und das sagen, was ich denke. Und ich habe nicht mehr richtig Angst, etwas falsch zu machen. Ja. Und wie du das gemacht hast, darüber sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Jetzt treffen wir uns heute sehr spontan, weil ursprünglich wollten wir beiden was ganz anderes machen. Und du hast mir vorhin, als wir unter 4 Augen gesprochen haben, erzählt, dass du gerade ein Telefonat erledigt hast, was vor einiger Zeit noch unmöglich war, oder? Ja, genau. Also davor hatte ich ziemlich viel Angst, auch wieder was falsch zu machen. Aber danach fühlt man sich sehr gut. Also wenn man etwas getan hat, wovor man Angst hatte. Ja, Kathi, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Da geht es mir jedes Mal so, wenn ich etwas tue, wovor ich Angst habe, fühle ich mich im Nachhinein richtig, richtig gut. Kathi, wie intensiv du an dir gearbeitet hast in den letzten Monaten, sehen wir jetzt hier live, oder? Weil du triffst dich mit mir in einem Interview und du hast mir auch noch im Vorgespräch gesagt, dass du ziemlich nervös bist. Und jetzt sitzt du hier und du sprichst mit mir und erzählst von deiner Geschichte. Das ist großartig, oder? Ja. Kathi, erzähl doch mal, wie du das gemacht hast. Also, wie hast du in den letzten Monaten an dir gearbeitet, dass du das hinbekommen hast, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, telefonieren zu können, offen mit Menschen sprechen zu können und so weiter? Also erstmal habe ich daran geglaubt, dass ich das schaffe. Und ich habe nicht aufgegeben und ich habe mit Visualisierung gearbeitet. So, du hast also mit Visualisierung gearbeitet. Also das Wichtigste, das Allerwichtigste, das hast du natürlich zuerst genannt, das ist der Glaube. Ich muss wissen und glauben und vertrauen, dass ich es schaffen kann. Das ist das Allerwichtigste. Visualisierung, wie hast du mit Visualisierung gearbeitet? Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe eine kleine Übung gemacht, indem ich mich jeden Abend hingesetzt habe
und mir vorgestellt habe, dass ich telefoniere. Das heißt, du hast das mit deiner Vorstellungskraft gemacht. Ja, genau. Wir wissen ja, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen etwas Fiktiven und etwas Realem. Das heißt, du hast im Grunde genommen mit deiner Vorstellungskraft, mit der Visualisierung abends diese Situation trainiert und dein Gehirn ist jetzt in dem Glauben, du hättest es in der Realität getan. Und was ist passiert, als du angefangen hast mit dem Visualisieren? Hast du da sofort Erfolg feststellen können? Also nicht direkt nach dem ersten Mal, aber nach und nach wurde es dann immer besser. Und ja, dann klappt es jetzt auch in echt. Ja, und was wieder bestätigt, dass man nicht aufgeben sollte, ne? Weil alles, was man tut, braucht ein Training. Wenn wir irgendwann beginnen, Rollschuh zu fahren, legen wir uns wahrscheinlich nach den ersten 5 Metern auf die Nase oder die meisten zumindest. Und dann machen wir es wieder und wieder und wieder und irgendwann können wir es ganz gut. Genau. Vielleicht sind wir richtig gut und machen dabei sogar ein Salto rückwärts oder so, keine Ahnung. Kathi, eine letzte Frage habe ich noch. Du sagtest im Vorgespräch, dass es wichtig sei, sich Ziele zu setzen. Nun hast du deine Ziele sozusagen erreicht. Du kannst mit Menschen kommunizieren, du kannst telefonieren, du kannst sogar videotelefonieren und ein Interview geben. Hast du dir ein nächstes Ziel gesetzt? Ja, das habe ich. Also es ist ein sehr großes Ziel, aber mein nächstes Ziel ist es, vor vielen Leuten zu sprechen, also auf einer Bühne. Und zwar möchte ich gerne Schauspielern. Wow, Kathi, das ist großartig. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wie wichtig das ist, sich Ziele zu setzen. Ob es jetzt ein riesengroßes ist oder mehrere kleine. Es ist unfassbar wichtig, sich Ziele zu setzen. Kathi, gibt es noch etwas, was du den Menschen, die das Interview hören, mit auf den Weg geben möchtest? Also, man muss an sich selbst glauben, dann schafft man das auch. Und man darf nicht aufgeben. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Kathi, ich danke dir nochmal von ganzem Herzen, dass du heute den Mut aufgebracht hast, um hier mit mir zu sprechen, wo es vor einigen Monaten noch nicht möglich war, dass du überhaupt mit jemandem sprichst oder telefonierst. Und ich danke dir auch für dein kostbarstes Gut, für deine Zeit. Ja, gerne.